Also in der Regel tauchen bei unseren Kunden am häufigsten die Fragen zu Finanzierung und Förderung auf. Das heißt, ein Kunde hat ein Vorhaben, möchte investieren, eine neue Betriebsstätte oder hat eventuell ein innovatives Produkt, was derjenige entwickeln möchte oder an den Markt bringen möchte und hat dann Fragen rund um die Themen, wie finanziere ich das? Gibt es Fördermittel, gibt es Zuschüsse oder andere Arten von Fördermitteln? Und das sind die Fragen, mit denen wir uns dann beschäftigen. Bei unseren Kunden ist es so, dass wir nicht nur theoretisch unterstützen, wie etwas funktioniert, sondern auch ganz praktisch begleiten. Das bedeutet jetzt im Fall einer Finanzierung, dass wir nicht nur im Vorfeld den Businessplan und die Planzahlen mit dem Kunden erarbeiten, sondern dass wir auch bis hin ins Bankgespräch und darüber hinaus begleiten. Bei einer Förderung ist es genauso. Da zeigen wir dem Kunden nicht nur, was gibt es theoretisch und schicken den Kunden los, er soll einen Antrag stellen, sondern wir unterstützen ihn dabei. Sprich, wir bereiten zusammen den Antrag vor mit dem Kunden, rufen die Fördermittel ab, bis hin nachher zum Verwendungsnachweis, sodass wir sicher sein können, dass der Kunde auch seinen Zuschuss oder seine Fördermittel bekommt. Unsere Kunden schätzen an der Zusammenarbeit mit uns am meisten, dass wir uns wirklich auf die Seite des Kunden stellen und mit dem Kunden gemeinsam überlegen, was ist jetzt das richtige Finanzierungsinstrument, das richtige Förderinstrument und dann auch mit dem Kunden gemeinsam die Bank oder das Förderinstitut, je nachdem, von der Idee, von dem Vorhaben überzeugen. Uns ist es als Berater ganz wichtig, dass wir nicht in dem einen Fall jetzt vielleicht geholfen haben, die Finanzierung zu bekommen oder die Fördermittel, sondern dass wir unseren Kunden langfristig dabei unterstützen, sein Unternehmen auszubauen und auch langfristig den Erfolg seines Unternehmens zu sichern. Das bedeutet, dass wir in regelmäßigen Abständen mit dem Kunden auch Gespräche führen, schauen, wo stehst du heute, wo willst du hin und dann auch immer wieder gucken, wo können wir den Kunden unterstützen, um an seinem Erfolg weiterzuarbeiten. Ja, unsere Kunden haben natürlich unterschiedliche Budgets von der Höhe her, sodass wir schauen, dass wir auch für den Kunden günstige Angebote schaffen. Das funktioniert in der Regel so, indem wir für unsere Leistung auch eine Beratungsförderung einbinden, sodass der Kunde zum Teil 50% Nachlass auf unsere Leistung bekommt.